Der Wolf ist zurück. Angst und Wut kommen dabei den Wolfsgegnern auf. Sie wollen den Abschuss von Wölfen. Wenn jetzt hier die Rehe zerpflückt werden, also diese Schreie eine Viertelstunde lang, ehe dann gestorben ist. Christian Berge setzt sich für die Wölfe ein und sieht in ihnen keine Gefahr. Der Wolf ist wichtiger als irgendwelche seltenen Schafe. Heute dreht sich alles um ein eigentlich ausgerottetes Tier, was den Weg zurückgefunden hat in unsere heimischen Wälder. Ist das nicht ein Glück? Na, die einen so, die anderen sagen so, denn es dreht sich um den Wolf. Und ich treffe mich jetzt gleich hier mit Christian. Und Christian lebt mit seinen Wolfshunden genau hier und hat eine sehr, sehr klare Haltung zu diesem Wolfsthema. Christian Berge war damals Anwalt, hat sich vor 15 Jahren noch für Menschen eingesetzt und hatte ein bürgerliches Leben mit Frau und Kindern. Heute setzt er sich in Niedersachsen für Wölfe ein, lebt in einer Hütte in Buchholz und nennt seine Wolfshunde seine Familie. In dieser ganzen Umbruchphase, also Abschied von deinem bisherigen Leben und Neuausrichtung deines Lebens eben auf das ganze Wolfsthema und den Schutz, woraus ziehst du auch noch bis heute Kraft für diesen Aktivismus? Ich mache das mit Herzblut und deswegen ist es für mich keine Arbeit in dem Sinne, sondern ich kann das alles, ich lebe das ja auch. Umso schmerzvoller ist es daher für ihn, wenn ein Wolf illegal geschossen wird oder einer seiner Wolfshunde stirbt. Das sind Ohren, da ist auch noch Asche drin. Das sind von meinen ersten vier Wolfhunden und Wölfen. Ach, du die habe ich alle einäschern lassen, damit sie bei mir sind. Ein Teil davon habe ich in die Natur zurückgegeben, aber ich konnte mich nicht ganz trennen, sage ich einfach mal so. Das war so ein Tier, die hat sich um 19 Uhr in mein Bett gelegt und ist am Morgen um 11 Uhr wieder aufgestanden. Das heißt, die Wolfshunde, die schlafen auch mit dir in einem Bett manchmal? Ja. Also ich habe danach aufgrund der tiefen Trauer, weil sie mein Seelentier war, das dann keinen mehr erlaubt. Also seitdem habe ich mit keinem Hund mehr im Bett geschlafen. Wer ist denn das da hinten zum Beispiel? Das ist Brie. Die wird jetzt am 1. April 9 Jahre alt. Die ist sehr dicht am Wolf, 90% Wolf. Und das andere ist Voodoo, der hat heute Geburtstag, der ist 8 geworden heute. Der ist der am wenigsten Wolf bei mir ist. Ja, der auch ganz nah kommt. Wir hören von dort die Autos. Wir sind also nah an der Zivilisation. Sie können hier nicht raus, das ist alles umzäunt. Aber sie haben ganz schön viel Platz. Gut, sie können ihrem Jagdtrieb nicht nachgehen. Aber das ist, glaube ich, auch keine Auflage, ne? Dass sie das können. Nein, für die ist das okay. Und ich gehe ja mit denen auch angeleint spazieren. Selbst einen wilden Wolf stört eine Straße nicht, solange er keinen Menschen sieht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja für viele das Problem, dass die Straße den Wolf nicht stört. Pro Wolf oder gegen den Wolf. Die Fronten verhärten sich immer weiter. Beide Seiten liefern sich einen Kampf an Argumenten, oft emotional und hasserfüllt. Von daher gibt es natürlich viele Leute, die mich nicht mögen und alles nutzen, um mich schlecht zu machen. Aber auch eben, ich werde körperlich bedroht. Mir sind die Reifen zerstochen worden während einer Radioveranstaltung, wo der Umweltminister auch dabei war und der Jägerpräsident stand einer auf und brüllte, als ich gesprochen habe, aufhängen, aufhängen, aufhängen. Den habe ich angezeigt und der ist auch verurteilt worden. Aber das ist nicht so schön. Also man kann ja verschiedene Ansichten vertreten, aber da steckt sehr viel Gewaltpotenzial drin. Magst du denn trotzdem für uns einmal etwas aus den Kommentaren vorlesen? Alles klar. Der gibt den Viechern noch Namen. Wie vollgekackt muss denn sein Hirn sein? Natürlich mit Wolfs. Und dann ist so ein Kackenzeichen. Und das sind so Sachen, das ist so unglaublich. Das muss einem erstmal einfallen, sowas zu bringen. Das ist nicht besonders lyrisch, sagen wir es so. Also da gibt es ganz viele von. Also es gibt wirklich auch bis, dass man mir den Tod wünscht und so eine Geschichte. Seit dem Jahr 2000 leben wieder Wölfe in Deutschland. Aktuell 161 Rudel. Einen Angriff auf einen Menschen hat es bisher nicht gegeben. Trotzdem, die Forderungen der Gegner sind klar. Der Wolf soll zum Abschuss freigegeben werden. Mit der Gesetzesänderung von 2019 wird der Abschuss von Wölfen in bestimmten Fällen erleichtert, wenn diese ernste landwirtschaftliche Schäden anrichten. Holger Hese ist Weidetierhalter und hat bisher keinen Wolfsangriff erlebt. Holger hat 4 Herdenschutzhunde der Rasse Kangal. Sie sollen seine Schafe und Rinder vor dem Wolf schützen. Sollte ein Wolf ein Nutztier reißen, würde er entsprechend finanziell entschädigt werden.
Die emotionale Belastung und der Mehraufwand werden nicht ausgeglichen. Wenn jetzt hier die Rehe zerpflückt werden, das sind Erlebnisse, die möchte man nicht. Die möchte man nicht ständig haben. Also diese Schreie eine Viertelstunde lang, ehe dann gestorben ist, das ist schrecklich. Das Geschrei, wenn ein Reh getötet wird, ja. Das ist aber Natur. Wenn ein Wildtier, ein einheimisches, ein anderes einheimisches Wildtier reißt, dann ist das Natur. Und wenn man eben in die Natur zieht, dann muss man damit rechnen. Ich hoffe nicht, dass das ein Wolfsneck ist. Ja. Wir haben ja hier die schönen Kangals gesehen. Zwar schon etwas betagt, aber ich glaube, Ansagen, zumindest die Tochter von den beiden, kennen die noch. Das ist mit Sicherheit kein Wolfsneck. Da ist erstmal viel Liebe und viel Betreuung notwendig, ehe so ein Lamm groß wird. Wir müssen ja nur so einen Zaun ziehen, dann passiert ja nichts. Eure Zäune halten und du hast ja die. Meine Zäune sind unter aller Sau, die würden niemals einer Überprüfung standhalten. Du hast aber keinen Übergriff gehabt, darum geht's. Nein, ich habe hier meine Hunde, ja, und bin damit zufrieden. Ich kann mich auf die verlassen. Ich weiß, wie die ticken. Aber ich bezahle auch jedes Jahr und jeden Monat Hunderte, Tausende von Euro, damit dieser Schutz passiert. Hey, komm mit. Für viele Landwirte und Landwirtinnen sind die Wölfe ein Dorn im Auge. 2021 wurden in Deutschland mehr als 3000 Nutztiere von Wölfen getötet. Der Staat versucht mit finanziellen Mitteln für den Herdenschutz dem entgegenzuwirken. Wenn ich einen ausgebildeten Herdenschutzhund kaufe, dann mag ich vielleicht einen Zuschuss bekommen. Aber der Zuschuss ist ja nichts wert, weil die professionellen Züchter, die den dann überteuert anbieten, die greifen den Zuschuss ab und ich zahle trotzdem für einen Hund. Und das andere, das, was die fressen, die laufenden Unterhaltskosten, das ist komplett bei mir. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich bin Hobbyhalter, ich habe 50 Schafe, ich kann nicht noch die großen Hunde, selbst wenn man es mir bezahlt. Verstehe ich. Deswegen ja dann bestmöglich zäunen. Ich bin auch nicht drauf und dran zu sagen, es müssen alle Wölfe weg. Aber es muss eine Bestandsregulierung kommen. Wir wollen ja so viel wie möglich, damit es eben auch einen ökologischen Auswirkungen hat. Das sehe ich komplett anders. Wir haben in Niedersachsen tatsächlich 15.000 bis 20.000 Schafe, die ungenutzt in der Tierkörperbeseitigung landen. Also die nicht geschlachtet werden, sondern die in Grabenfallen ertrinken, auf dem Rücken liegend ersticken. Oder der Marderhund oder Fuchs holt halt mal ein Lamm. Und darüber redet niemand. Aber wer der böse Wolf kommt und beißt da mal was tot. Der Wolf ist wichtiger als irgendwelche seltenen Schafe. Da wird immer so argumentiert, wie kann man denn ein natürliches, sehr seltenes Tier, das unter strengem Artenschutz steht, mit einer seltenen Haustierschafrasse vergleichen? Da fasse ich mich an den Kopf. Der Wolf steht unter einem besonderen Schutz. Wer auf ihn schießt, macht sich strafbar. Wann haben wir als Menschen überhaupt das Recht, über Leben und Tod eines Tieres zu entscheiden? Welches Tierleben hat an dieser Stelle mehr Wert? Emotionalen Wert, finanziellen Wert, wirtschaftlichen Wert? Und ich glaube, darauf gibt es keine Antwort. Die können wir uns immer nur versuchen, jeden Tag neu zu stellen und irgendwie im Sinne der Schöpfungsbewahrung neu zu entscheiden. Wenn ich dann so einem Hund oder einem Wolf begegne, nochmal ganz klar, wie verhalte ich mich in dem Moment? Bleibe ich einfach stehen? Versuche ich sofort Reißaus zu nehmen? Kletter ich auf den nächsten Baum oder mache ich laute Geräusche oder versuche mich ganz ruhig zu verhalten? Wir lernen ja schon als Kinder nicht vor Hunden wegzulaufen. Ja. Das gilt natürlich genauso vor Wölfen. Für Wölfe. Meine Empfehlung, es ist sehr unterschiedlich. Bin ich neugierig und finde das alles spannend, dann bleibe ich einfach stehen und beobachte. Bin ich mir so ein bisschen unsicher, dann gucke ich schon mal so, dass ich dann gemütlich zurückgehe. Habe ich Angst, gehe ich sofort zurück, aber natürlich nicht rennen, sondern immer das Tier im Auge behalten. Was glaubst du denn, woher diese große Angst vor dem Wolf kommt? Die war ja schon da,
bevor der Wolf wieder zurück war, oder? Ich glaube, dass das tatsächlich mit den Märchen zu tun hat. Also ich habe sie selber vorgelesen bekommen, ich habe sie meinen beiden Kindern vorgelesen. Und da kann man sich nicht frei machen. Hast du meine Fährte aufgenommen? Ja. Oh, lecker. Naja, das ist schon wichtig, weil sie damit zeigen, dass sie dich als, ja, das will nicht sagen, als Chef oder so, aber dass wir uns respektieren. Mäuschen, easy, easy, komm mal her, easy, komm mal. Ist das eine Zecke hier? Oder ist das? Ich bin auf alle Fälle an dem Punkt angekommen, an dem ich vor einer Zecke mehr Angst habe als vor seinen Wolfshunden. Ich finde, das ist schon eine krasse Entwicklung in diesen paar Stunden, in denen ich jetzt hier bin. Hinrich Lars ist Intensivpfleger und Pferdehalter. In seiner Freizeit baut er wolfsabweisende Zäune für sich und andere auf. Laut NABU wird dann von einem wolfsabweisenden Schutz gesprochen, wenn Elektrozäune ab einer Höhe von 1,20 Meter gebaut werden. Wichtig sind dabei 5 Reihen Draht und ein korrektes Erdungssystem, damit die Wölfe nicht von unten graben. 2020 hat Christian Hinrich dabei geholfen, seine Pferde auf der Weide einzuzäunen. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, natürlich einen besseren Zaun zu kriegen, der gefördert wird. Und ich tue was für den Wolf und für meine Pferde. Ich denke auch, weiß Christian auch, ich denke so in dem Mittelweg, wenn es wirklich so wäre, dass ein Wolf diesen Zaun überwinden würde und meine Pferde reißen würde, mehrmals auch, dann müsste er vielleicht auch geschossen werden. Das ist meine Meinung dazu. Aber sonst muss ich erst eine vernünftige Prävention machen, bevor ich einfach sage, wir schießen den Wolf. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wölfe Pferde angreifen, ist gering. Der Grund? Pferde können sich besser wehren als andere Nutztiere. Seit 2015 wurden insgesamt 24 Pferde von Wölfen gerissen. Gefährdeter sind die Fohlen. Daher wird für sie auch ein Herdenschutzzaun empfohlen. Es sind bis zu 10.000 Volt drauf. Es tut dolle weh, ist aber nicht gefährlich. Also ich fasse nicht freiwillig an und der Wolf würde auch, wenn er gegenkommt, auch nicht nochmal freiwillig, glaube ich, gegengehen. Viele wissen gar nicht, dass die Landwirtschaft massiv unterstützt wird. Da ist dieses bisschen, was man den Tieren zugute tut, Peanuts dagegen. Und das ist das, was immer nicht so richtig rüberkommt und das aber sehr wichtig ist, um das die Gesamtrelation zu sehen. Und zum Thema dem goldenen Mittelweg, ja, natürlich. Für mich ist der goldene Mittelweg eben wolfsabweisend moderne Zäune, die halten 20 Jahre. Ja, bist du feiner, ne? Ja. Gab es irgendwann mal in deinem Wolfsleben einen Moment, wo auch du Angst hattest? Nein, kein einziger. Die Angst möchte er auch anderen Menschen nehmen. Früh hat Christian seine Wolfshunde in die Stadt mitgenommen, zum Beispiel in eine Bar. Die habe ich so mit 7 Wochen das erste Mal mitgehabt und da war es proppenvoll. Weil so im Beachclub? Im Beachclub in Hannover. Ja, habe ich die mitgehabt, auch Kahn. Der ist mit 11 Wochen. Was haben denn die darum, Leute gesagt, als sie damit den wussten ja nicht, dass das ein 98% Wolfhund ist. Die haben gedacht, das ist aber ein schöner Hund. Der ist da hingegangen und, oh, hast du Pizza gegessen? Oh, bist du süß. Und dann, ich kenne dich nicht, hat er sich zurückgezogen. Eine weitere Begegnung mit Menschen hatte einer seiner Wolfshunde unerwartet im Supermarkt. Ich hatte das Fenster einen Spalt auf. Ich stehe an der Kasse, habe wirklich nur einen Liter Milch geholt und denke, ja, wer hat mir seinen Schäferhund mit reingebracht? Mila, was machst du denn hier? Und da kam die, hat sie sich durch den Spalt gezwungen und kam direkt zur Kasse gelaufen. Das war natürlich schon ein bisschen lustig, ja. Du nimmst sie dann ja schon raus aus ihrem gewohnten Umfeld. So nimmst sie mit in einen Beachclub. Also manche sagen Zivilisation dazu, manche nicht. Aber wie kann das, also hattest du nicht das Gefühl, das ist vielleicht auch nicht ganz artgerecht, was du da jetzt machst? Nein, es ist einfach so, dass die Tiere, wenn sie jung sind, für alles offen sind. Die sind ja unerfahren, die sind neugierig. Das ist ja auch für Menschenkinder so der Fall. Und deswegen machen die das auch alles mit. Einen erwachsenen Wolf wirst du nicht im Ort finden. Ja, dieser Break, also in der Fußgängerzone, der Break beim Shoppen. Ist, ne, auch nicht im Dorf. Auch nicht im Dorf, wo nichts los ist. Das sind ausschließlich junge Tiere. Hey, Izzy, komm. Komm mal, mein Schatz, hier rein.
Warum kreisen deine Gedanken bei solchen Spaziergängen? Kreisen die auch die ganze Zeit um den Wolf oder? Also tatsächlich ist schon so, dass ich sag mal 21 Stunden minus den 5 Stunden, die ich schlafe, also 16 Stunden gehen wirklich nur um Wolf. Christians Leidenschaft ist es, Wölfe in freier Wildbahn zu beobachten. Dafür hat er im Raum Niedersachsen mehrere Wildkameras im Wald befestigt. Zum Schutz der Wölfe verrät er öffentlich nie, wo die Kameras aufgestellt sind. Das müssen wir den Leuten zeigen. Das sind nicht die blutrünstigen Monster, sondern es ist Familienleben pur. Also die Faszination hat sich entwickelt. Und was genau fasziniert dich? Dass Wölfe eben selbstständige, zurückhaltende Tiere sind und sich nicht so vordrängeln. Na, Toni, ach Süße, ach Süße. Ho, 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 ho. Du frönst deinem Hobby und freust dich, die Wölfe in der Natur zu beobachten. Und ich bezahle dafür. Ist ein bisschen ungerecht. Deswegen versuchen wir ja euch oder die Verbände, Schafverbände, Rinderverbände und so weiter, oh, du bist aber schick, dazu bekommen, dass sie die Politik bedrängen oder ihnen klar machen, ihr müsst uns unterstützen. Aber und da habe ich immer gesagt, müssen eigentlich Weidetierhalter und Wolfschützer zusammenarbeiten, weil das Geld ist ja da. Es ja, geht ja nur sowieso deine Logik, schon. Deine Logik passt nicht. Zum einen ist das Opfer nicht für den Schutz verantwortlich, sondern man muss das Auge auf den Täter haben. Und zum anderen, da drehen wir uns ja im Kreis. Ist der Wolf von den Kosten her. Der Wolf ist für die Ökologie und für den Umweltschutz. Und da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Du wenn die bleibst Naturschutz stehen und ich gehe noch 2 Schritte weiter. Was ist das für eine Rasse? Studien zeigen, dass Wölfe das ökologische Gleichgewicht positiv verändern können. Sie fressen vor allem kranke, alte und schwache Tiere und regulieren damit die Wildpopulation im Wald. Die Reste der toten Tiere sorgen für Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien. Das Ergebnis? Ein nährstoffreicherer Boden. Geht es dir manchmal richtig scheiße in diesem ganzen Kampf? Also, dass du entmutigt bist, dass du am Boden bist und denkst, es bringt sowieso alles nichts. Geht es dir manchmal so richtig kacke? Mir geht es nicht richtig kacke. Hast du einen Tipp für andere Menschen da draußen, wie so etwas zu schaffen ist? Im Leben eigentlich immer das machen, was man gut findet. Auch wenn es unser Leben, auch in Deutschland, bestimmt sich ja ganz viel über Geld. Alle reden nur über Geld, die Weidetierhalter auch. Wir kriegen zwar einen Zaun bezahlt, aber wir wollen noch mehr. Wenn man das macht, das habe ich meinen Kindern auch immer gesagt, macht nur das, wozu ihr Lust habt, weil nur da seid ihr besonders gut drin. Es geht mir um Gerechtigkeit. Mein Vater hat früher mal zu mir gesagt, unterstütze die Schwachen und trete den Starken vor Schienbein. Also, und das tatsächlich so lebe ich und nichts anderes mache ich. Und für mich sind die Wildtiere schwach, die haben keinen, der für sie sprechen kann, also bemühe ich mich zu sprechen. Kannst du aber das Gefühl der Landwirtinnen, kannst du das nachempfinden, kannst du ihre Angst nachempfinden, dass ihren Tieren, zu denen sie ja auch ein emotionales Verhältnis haben, gerade pferdebesitzende Menschen sind ja sehr emotional verbunden mit ihren Tieren. Kannst du es trotzdem verstehen, dass sie davor Angst haben, dass das passiert? Ich kann das nachvollziehen und ich sehe ja die Leute, die dann auch tatsächlich schützen, auch aus eigener Tasche und gar nicht warten, ob der Antrag in einem Jahr bearbeitet worden ist oder nicht. Und die Leute, die besonders laut gegen den Wolf schreien, behaupten das auch, dass sie emotional ergriffen sind, aber die sind gar nicht gewillt zu schützen. Und deswegen habe ich ja selber auch so eine Zäune gezogen, weil ich wissen wollte, wie aufwendig ist das und wie lange dauert das. Na, ihr Süßen. Christian ist schon echt hardcore. Du engagierst dich und hast die Kontakte, du sprichst mit den Politikern, du bist auf jeder Veranstaltung präsent. Wenn man das mag, kann man das machen. Aber ich versuche euch ja zu unterstützen. Also es geht mir nicht nur um Wolf, weil ich habe verstanden, dass ohne unsere Unterstützung der Weidetierhalter es nicht funktioniert. Wir reden nicht über so viel Geld. Wir müssen das im ganzen Großen sehen.
Weil ich dann auch verstehe, dass wir uns alle immer weiter auseinander dividieren. Wir sind, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wir verstehen uns so gut, aber im Thema sind wir so. Und das läuft gesellschaftlich im Moment ja auch so. Und Politik sollte eigentlich versuchen, dass wir wieder zusammenkommen. Dieses Wolfsthema ist, glaube ich, das beste Beispiel für Diskurs in unserer Gesellschaft. Fronten verhärten sich an so vielen Stellen, bei so vielen Themen. Es gibt die, die voll dagegen sind, und es gibt die, die voll dafür sind. Die Fronten sind verhärtet und man bleibt nicht mehr im Dialog und ist nicht kompromissbereit. Und ich glaube, an diesem Diskurs können wir noch sehr wachsen. Ich würde es uns zumindest wünschen.